Und damit sind wir wieder zurück auf der Schwarzschwalbeninsel. Ein ungewohnter Einstieg dieses Mal. Das Spiel hat mich in der letzten Aufnahme nach dem Kampf ein, zwei Minuten später erstmal direkt im Stich gelassen. Ich habe es noch geschafft, den Weg dort hinten entlang zu gehen. Jetzt bewegt sich Geralt nicht mehr richtig. Es ist wieder alles wunderbar. Nein, das Spiel ist nicht direkt abgestürzt, aber irgendwie kam da noch eine Zwischensequenz und da kam dann jemand auf uns zugelaufen, den wir auch gleich wieder sehen werden. Und der ist dann irgendwie einfach ja, durch uns durchgelaufen und dann waren wir irgendwie da in der Sequenz drin und es ist nichts passiert. Deswegen, komm, habe ich gedacht, machen wir einfach nach dem erfolgreichen Kampf hier mal einen Cut und setzen hier dann wieder neu an. So, so weit, so schlecht, so irrelevant, wie auch immer wir sind, wieder zurück. Und ich habe, glaube ich, dann in dieser Aufnahme noch nicht das Inventar mit der neuen Klinge aufgemacht. Wir haben jetzt eine sehr schöne Questreihe, wahlweise sehr viele Quests hinter uns und haben jetzt hier das zweite Silberschwert im ganzen Spiel. Jetzt muss ich überlegen, ich glaube, insgesamt gab es dann drei, kann man das so sagen? Eins am Anfang, wahlweise eins am Anfang des zweiten Aktes, dieses, was wir jetzt haben, und halt je nachdem, welche Runensteine wir auswählen, ein entsprechendes Silberschwert bestehend aus Runensteinen, glaube ich. Möchte jetzt aber hier nicht mich auf irgendwas festlegen oder festlegen lassen. Ja, wo fange ich an, wo höre ich auf? Plus 60% Schaden, plus 10% Angriff, was auch immer das heißen soll, und plus 50% auf diese ganzen Effekte. Das andere vorhatte, glaube ich, nichts. Das war einfach bloß in Anführungszeichen ein Silberschwert. Jetzt haben wir eine neue Klinge. Eine sehr schöne Questreihe ist zu Ende gegangen. Ich würde sagen, wir könnten doch einfach mal, das habe ich beim letzten Mal nämlich nicht gemacht, dieses neue Schmuckstück direkt mal austesten, weil wir haben da hinten ein paar Gegner. Die würde ich mir direkt mal, weißt du was, warte mal, können wir da hier rum? Müssen wir da ganz außen rumgehen? Ich möchte nämlich einfach mal schauen, kann ich die denn zu mir locken, schrittweise? Gehen wir erstmal hier entlang, komme ich hier vorbei? Nee, lieber nicht, sonst zieht noch alles auf mich. Wir gehen erstmal hier hoch oder hier außen rum und dann möchte ich mal sehen, wie sich hier die Klinge so schlägt. Quasi wahlweise, wie wir uns mit der neuen Klinge schlagen. Da kommt der erste, oder da kommen gleich zwei Stück, schauen wir mal. Er ist ausgewichen, wir gehen mal auf ihn. Ich lese 80 Punkte Schaden. Das. Warte mal, wir wechseln auf den leichten Stil. Okay, also wir treffen auf jeden Fall schon mal ziemlich viel. Au, Wetter. Ja, doch. Also wenn vorher auf der Silberklinge gar kein Schaden war und wir jetzt so eine bombastische Klinge quasi einfach so bekommen. Gut, okay. Die sieht, glaube ich, nicht so anders aus im Vergleich zu der Klinge vorher, also rein optisch, aber wie gesagt, wenn man sich die Werte anschaut, da könnte man meinen, wir probieren es mal in einer größeren Wyvern aus, dann könnte man meinen, wir sind hier schon ziemlich stark unterwegs. Schau dir das mal an, das ist so, also eigentlich ist es ja so gut wie nix. Jetzt bräuchte ich nur mal ein paar passende Gegner, die sind jetzt eher lächerlich. Gut, 400 Erfahrungspunkte, die nehme ich natürlich gerne mit, aber zeig mal her. Ja gut, schau mal, das im Endeffekt, wie wenn wir einmal versuchen würden, auf einen Ertrunkenen einzuhauen. Also das ist tatsächlich lächerlich. Und hier gibt es natürlich noch ganz viel Loot, den man mitnehmen kann. Wunderschön. Die Klinge funktioniert einwandfrei. Es hat sich gelohnt, diese Questreihe zu machen. Ich möchte das gerne nochmal betonen. Und dann, ach, weißt du was, den nehmen wir noch mit. Der sitzt uns so schön im Weg. Also eigentlich sitzt uns nicht im Weg, ne? Aber ich meine, wenn wir schon mal hier sind. Ja, wie wunderbar das geht. Ich könnte jetzt eigentlich wieder mich die ganze Zeit hinstellen und irgendwelche Monster abfarmen. Das Ding ist natürlich, die geben nicht mehr so viele Erfahrungspunkte. Gut, der hier natürlich noch stolze 400, aber gerade die Kleine mit 400 Erfahrungspunkten, das ist ja leider nicht so viel. Wir werden auf jeden Fall jetzt dort hinten auf eine uns bekannte Person treffen. Was sie uns zu sagen hat, weiß ich leider nicht oder noch nicht. Denn, ja, wie gesagt, da wollte das Spiel dann ein bisschen anders als ich. Deswegen gehen wir einfach mal ganz unauffällig in diese Richtung. Warte mal, war das hier irgendwo oder kommt es gleich? Kann ich hier vorne nochmal zu meinen Freunden, den anderen Monstern schauen, wenn die denn da sind? Da hinten stand er nämlich schon, aber ich möchte zur Sicherheit nicht, dass wir jetzt irgendwie nochmal in dem, wie soll ich sagen, in dem Quest, in dem Gesamtfortschritt weiter vorankommen. Nee, hier ist auch weiter niemand, schade. Ich glaube, ich habe es mit den Basilisken echt übertrieben, dabei habe ich eigentlich oft genug zwischendrin meditiert. Naja, jetzt aber zu unserem Kontakt da vorne. Berengar, ich habe dem obersten Salamander gesagt, wo er Kaer Morhen findet und half ihnen bei ihren Forschungen. Ich jagte die Bestie im Umland von Vizima, als sie mich ergriffen.
Ich entkam, begegnete Kalkstein und nahm sein Angebot an, den Turm im Sumpf zu öffnen. Dabei haben sie mich dann wieder geschnappt. Und diesmal waren sie nicht so nett. Mich für sie auf die Suche nach Alvin zu machen, war die einzige Möglichkeit, meine Haut zu retten. Warum erzählt ihr mir das alles? Ich wollte es euch persönlich sagen und den berühmten eisigen Blick sehen. Das ist schwierig. Das ist sehr schwierig. Ich meine, auf der anderen Seite, ich möchte so ehrlich sein, so impulsiv würde ich jetzt am liebsten schon sagen, die Antwortmöglichkeit Nummer 2, denn er, wie ich es ja schon irgendwann mal vermutet habe, hat ja quasi bereitwillig denen gezeigt, so habe ich es jetzt verstanden, wo die ganze Hexerfeste oder halt wo Camorhin allgemein liegt. Und ich sage mal, das ist ja so mit seiner Schuld in dem Sinne, dass auch der eine Hexer am Anfang verstorben ist oder der Hexer in Ausbildung, wie auch immer. Ja, aber die Beweggründe, Angst, Feigheit, kann man das so sagen? Schwierig. Wollen wir über ihn richten? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Schwer zu sagen. Wir könnten, nein, ich möchte ihn erstmal nicht verurteilen. Vielleicht, wie gesagt, die Beweggründe, da wird jetzt noch ein bisschen von mir gemutmaßt. Vielleicht kriegen wir das ja noch irgendwie raus. Deswegen erstmal Nummer 1. Ich habe nicht vor, euch zu verurteilen. Soll das heißen, ihr versteht mich? Ihr verteufelt mich nicht? Jetzt passt die Nummer 1 schon wesentlich besser als die Nummer 2, ja. Deswegen, ja, gut. Ich kann eure Entscheidung nicht gutheißen. Aber ich denke, ich kann sie nachvollziehen. Soll heißen... Tut, was ihr für richtig haltet. Ich bin nicht eure Amme. Nehmt das. Wir sehen uns wieder, Weißer Wolf. Eine Stufe aufgestiegen, Berengas. Ganz viele Sachen haben wir jetzt bekommen. So viel konnte ich gar nicht auf einmal vorlesen. Berengas seines Weges gezogen. Ich bezweifle, dass wir uns je wieder sehen werden. Er hat ja gesagt, auf bald. Kann ich mit ihm nochmal sprechen? Ich muss einen Auftrag erledigen. Kommt mit mir, wenn ihr wollt. Das möchte ich ja, aber du, ja gut. Aber wer ist es wieder, der Auftrag, Alvin irgendwie zu kidnappen? Jetzt haben wir das Ding Todesstaub? Nee. Todesstaub? Dagons Sekret? Ach, Dagons Saft. Ach, jetzt. Ja, hat beides mit Dagon angefangen. Natürlich die Schriftrolle zu unserer seltenen Substanz, die wir gefunden haben. Der Genuss des Dranges gibt die Fähigkeit frei, eine Stärke-Ausbaustufe zu kaufen. Interessant. Was hat uns noch gegeben? Das Buch des Donners. Camorhin gestohlene Hexergeheimnis enthält Formeln für Tränke. Donner stärkt den Angriff, schwächt jedoch die Verteidigung. Vollmond erhöht die maximale Vitalität. Würger, Feinde erleiden Schaden, wenn sie angreifen. Erhöht Vampiren zugefügten Schaden mit dem Vampiröl. Oh, das ist gut. Ich denke mal, gerade das könnten wir öfter noch gebrauchen, wenn wir nochmal in irgendwelchen Grüften unterwegs sind. Grüften. Auf jeden Fall in irgendwelchen Gebieten, wo sich Untote und Vampire aufhalten. Was können wir denn noch tun? Das haben wir jetzt alles eingesteckt. Natürlich, der Brief. Berengas Brief, Questgegenstand. Oh, ist das viel Text. Aber gut, ich glaube, der könnte wichtig sein. Da kann ich mich vom Vorlesen wahrscheinlich nicht mal drücken. Nun denn, Berengas Brief. Ich dachte immer, die Hexe hätten mir die Gabe genommen, mit Menschen zu kommunizieren. Jetzt weiß ich, dass das nicht stimmt. Aus welchen Gründen auch immer, ich kann nicht mit Menschen reden. Daher schreibe ich diesen Brief. Hiermit gebe ich zu, ich bin ein Feigling. Ich fürchte Schmerz, Schwäche und Tod. Ich hatte Angst in Camorhin, Angst, wenn ich gegen Ungeheuer kämpfte, und ich hatte Angst vor dem Professor und Asajavid, besonders vor Letzteren. Er überwacht die wissenschaftlichen Projekte der Salamandra und erschafft mit schwarzer Magie und Mutagenen tödliche Kreaturen. Er ist ein mächtiger Zauberer, aber wenn mein Plan aufgeht, ist er bald ein toter mächtiger Zauberer und die Geheimnisse der Hexe sind wieder sicher. Trotz allem freut es mich, dass sich unsere Wege gekreuzt haben. Ich mache mich jetzt auf nach Vizima. Neuer Eintrag in, ja, da können wir direkt mal reinschauen. Da habe ich eh sehr selten reingeschaut. Ein riesiger Eintrag die ganze Zeit, der sich da angesammelt hat, oder über die ganze Zeit, der sich angesammelt hat. Und hier haben wir quasi die Sache nochmal mit dem Brief. Er hat eingestanden, dass er ein Feigling ist und dass er da gemeinsame Sache gemacht hat.
Er braucht noch Vizima auf, um Asajave in einem geheimen Labor des Salamandra zu stellen. Ob er das alleine schafft, wenn er den schon zweimal in die Fänge gegangen ist, ich weiß es nicht. Und hier überall, wo die Ausrufezeichen dran sind, wären auch nochmal so viele schöne Sachen zum Nachlesen gewesen. Ich hätte die alle nicht überspringen sollen tatsächlich. Hätte ich da alle immer im richtigen Moment vorlesen sollen. Egal dann. Ja, wir haben ja noch zwei Witcher-Teile plus Add-ons vor uns. Da können wir ja das Ganze mit ein bisschen Hintergrundgeschichte dementsprechend noch einbinden. Wenn auch nicht aus dem ersten Teil, aber dann die Geschichte aus den anderen beiden Teilen entsprechend mitnehmen. Naja, mit dem sind wir fertig. Hier ist eine Feuerstelle. Ich möchte mal schnell schauen, ob wir wenigstens noch diesen Trank brauen können. Oh, 16.30 Uhr. Ich würde sagen, wir meditieren dann später erst nochmal bis in die nächsten Morgenstunden hinein. Neue Talente. Ach ja, stimmt. Wir hatten auch gerade einen Stufenaufstieg. Dreimal Silber. Mhm. Und der Trank gewährt uns eine stärkere Ausbaustufe. Das heißt, hier würde ich erstmal nichts machen. Hier haben wir das Ding geholt. Genau. Und hier oben würde ich sagen, können wir mit diesem Goldtalent noch die Ausdauer erhöhen. Ja, die Intelligenz haben wir, glaube ich, erstmal weggelassen. Ja. Machen wir erstmal das da. So. Dann haben wir hier bestimmt irgendwo noch die Möglichkeit, weitere. Genau, Bronzetalente einzusetzen. Säureresistenz, Zeichendauer. Nehmen wir das einfach mal. Das klingt richtig und wichtig. Und dann haben wir noch drei Silbertalente. Lass mich mal schnell schauen. Hier oben haben wir alles mit Silber ausgekleidet. Hier noch nicht. Warum haben wir das nicht gemacht? Moment. Warum haben wir das noch nicht gemacht, aber das hier schon bei der Ausdauer, frage ich mich. Layman-Resistenz bei Angriffen verbrauchte Ausdauer. Ah ja, gut, okay. Weil ich habe jetzt überlegt, ob wir hier vielleicht einfach nochmal investieren mit den ganzen Skills, mit den ganzen Schwertstilen und so weiter. Aber wenn ich hier oben was investiere, gilt das ja für beide Schwerter, nicht nur für das eine oder andere Schwert. Deswegen würde ich sagen, hier haben wir alles voll, bis auf das da. Erfordert den Verzehr eines Mutagens, welches ich nicht habe. Wir könnten hier weitermachen. Oder hier, mehr Resistenzen, verbrauchte Ausdauer. Weißt du was, dann schnappen wir jetzt erstmal diese zwei Dinge noch. Dann haben wir hier alles ausgefüllt. Und hier unten haben wir auch alles. Dann machen wir hier mit den nächsten Silbertalenten erstmal diesen Baum da gar voll. Und zwar ausweichen plus 20%. Und das war's auch schon. Jetzt möchte ich hier erstmal in die Alchemie rüber. Kann ich denn einen Dagonsaft herstellen? Nein, warum? Mir fehlen Sachen mit Äther. Äther ist von den... Oh, von den Ertrunkenen. Wie gut, dass wir da jetzt nichts dabei haben. Das heißt, wir müssten eigentlich erstmal wieder in eine Taverne gehen und uns da ein bisschen mit Sachen eindecken, vor allem aus der Truhe heraus. Das möchte ich natürlich auch gerne tun. Jetzt sind es die nächsten Morgenstunden. Ist die Herrin des Sees eigentlich noch da? Die habe ich jetzt seit unserem Gespräch mit Verringer gar nicht mehr gesehen. Zeig mal her. Oder hat die jetzt quasi erstmal den See verlassen, nachdem sie uns die Klinge übergeben hat? Nein, sie ist nicht mehr da. Schade. Gut, okay, dann werden wir auch mal die Reise wieder zurück antreten. Die Klinge wieder wegstecken. Und dann verlassen wir die Schwarzschwalbeninsel. Nochmal schnell in unser Questbuch schauen. Hier, Alvin, die Herren des Sees, hat sich gelohnt, sie aufzusuchen. Natürlich, Berengars Geheimnis, das haben wir. Das Würfelspiel, genau, der Faustkampf, Geheimnisse der Hexe. Die Verschnaufpause, die wahrscheinlich bald wieder zu Ende geht. Die Rüstung haben wir, glaube ich, soweit hier auch fertig gemacht. Dann geht's wieder zurück. Auch hier grätsche ich einfach mal mit rein. Was, wieso ist es denn jetzt wieder dunkel? Geralt von Riva. Ich habe gehört, ihr wäret tot. Verzeiht. Aber ich glaube nicht, dass ich schon einmal von euch gehört habe. Man nennt mich die Weiße Ryla. Was führt euch hierher, Hexer? Ungeheuer töten. Das Übliche. Habt ihr eine Einheit Elfen in der Gegend gesehen? Nein. Keine Einheiten. Passt auf, was ihr sagt. Ihr seid nicht unantastbar. Wenn ich erfahre, dass ihr mit den Skoyatel zusammenarbeitet... Droht ihr mir? Nein. Ich helfe euch nur, einen schweren Fehler zu vermeiden, dessen Folgen möglicherweise zu viel für euch wären. Ihr solltet ebenfalls Vorsicht walten lassen. Ich bin kein ausgezehrter Elf. Ich kann mich verteidigen. Daran habe ich keinen Zweifel. Ihr müsst wissen, dass Vizima brennt. Anderlinge haben es in einen Kriegsschauplatz verwandelt. Die armen, hungernden Elfen ermorden Dutzende von Menschen. Meine Befehle lauten, die Einheit aufzuhalten, die von Toruvil Aeb Shihil angeführt wird. Und ich lasse nicht zu, dass ihr mir in die Quere kommt.
Sie verstecken sich im Dorf und haben Geiseln genommen. Wir greifen in Kürze an. Ich rede mit den Elfen. Vielleicht kommen sie ja zur Vernunft. Siegfried hat sich für euch verbürgt. Darum gebe ich euch eine Chance. Euer Eingreifen in der Bank hat verhindert, dass die Skojatel an Gold für Waffen und Proviant gekommen sind. Sie sind schwach, doch ich bezweifle, dass sie auf euch hören. Aber man weiß ja nie. Versprecht ihnen einen fairen Prozess, wenn sie die Waffen niederlegen. Ich werde versuchen, sie zu überzeugen. Wartet auf meine Rückkehr. Ihr habt mein Wort. Ich muss ins Dorf und mit Torofil reden. Ja, was ist denn das hier für eine Begrüßung? Also, da überspringst du schon extra die Sequenz, weil du dachtest, du kommst schnell zurück ins Dorf, dann wirst du hier einfach von der Seite von irgendwelchen Leuten angepöbelt. Vysima brennt und, ja, die Flammenrose ist auch wieder da. Das resolute Mädchen ist da. Da hinten läuft wahrscheinlich irgendwo noch unser Fischfreund, auch wenn ich ihn gerade nicht sehe. Kann ich mit ihr noch irgendwie sprechen? Ja? Ich dachte immer, der Orden würde nur die Gottesfürchtigen aufnehmen. Ich bin Söldnerin, keine Betschwester. Ich arbeite für jeden, der bereit ist, für die Köpfe von Anderlingen zu bezahlen. Selbst für andere Anderlinge? Irgendwo muss man eine Grenze ziehen. Im Krieg hat meine Einheit fliehende Zivilisten geschützt. Die Skojatel waren die Vorhut der Armee Nilfgaards. Ich denke, ich weiß, wie das ausgegangen ist. Ach ja? Sie haben meine gesamte Einheit abgeschlachtet. Im Vergleich zu dem, was sie mit mir gemacht haben, war das noch barmherzig. Wurdet ihr je gefoltert, Hexer? Krieg ist grausam. Er verdirbt uns alle, nicht nur Elfen. Pazifisten, Schwachsinn. Also einem Hexer Pazifismus vorzuschmeißen, das ist eine gewagte These tatsächlich. Antreten, ihr Hunde. Ja, gut. Aber ja, diese Verallgemeinerung, die ich da schon wieder höre mit alle Elfen sind gemeingefährlich und sind für diesen Krieg verantwortlich, das ist, schon hochgradig unverschämt, diese Aussage. In Flammen getauft wird Vysima gereinigt neu erstehen. Natürlich. Wenn er das sagt, wird's wohl stimmen. Naja, ich wollte eigentlich nochmal in die Taverne und mich ein bisschen mit Sachen eindecken, aber das müssen wir anscheinend erstmal auf später verschieben. Jetzt, so wie es ausschaut, haben die Elfen von der Höhle tatsächlich die Menschen als Geiseln im Dorf genommen. Aber dann frage ich mich, warum? Weil die wollten ja mit den Menschen handeln, weil, weißt du, die Menschen wollten denen ja auch was zu essen geben. Die lehnen diese Gabe, sag ich mal, ab und kaufen sich dann was zu essen. Also man könnte meinen, zumindest eine neutrale Beziehung. Und auf einmal greifen die an. Irgendwas passt da meiner Meinung nach noch nicht so ganz. Wir finden es raus. Und wenn wir gegen die Elfen kämpfen müssen, schnappe ich mir lieber mal mein Stahlschwert. Und wieso glaube ich der Alten nicht, dass sie sich daran hält? Zum Thema, ich werde warten, bis ihr zurückkommt. Irgendwas passt da überhaupt nicht. Als Adjutant der Weißen Reiler würde ich gerne mit euch reden, Hexer. Ich habe schon mit Reiler gesprochen. Für heute habe ich genug gehört. Reiler ist eine ausgezeichnete Offizierin und hasst Anderlinge. Die perfekte Anführerin dieser Mission. Doch lasst mich raten. Sie ist zwar eine Söldnerin, hat aber Ehre und hält ihr Wort. Dennoch würde sie ein Massaker an Zivilisten abwenden, auch wenn es bedeutet, dass die Elfen entkommen. Wir haben den Überfall auf Vivaldis Bank vereitelt und die Skojatel geschwächt. Wir können uns die besten Söldner leisten, doch Reiler können wir nicht so vertrauen wie euch. Wollt ihr mich anwerben? Soll ich Reiler unterstützen und die Elfen töten, ehe sie die Geiseln ermorden? Nennt mir einen guten Grund, warum ich nicht einfach fortgehen sollte. Ich werde mich für euch verständlicher ausdrücken. Ungeheuer suchen das Dorfheim und jagen seine Bewohner. Sie sind verarmt und hungrig und dadurch umso gefährlicher. Unterstützt Reiler, Hexer. Kämpft gemeinsam mit dem Orden gegen diese Ungeheuer. Warum sollte ich das tun? Für einen Teil von Vivaldis Gold? Nein, damit ihr einer gerechten Sache dient und ein Massaker wie das im Umland verhindert. Und um eure Freunde vor den gefräßigen Bestien zu beschützen. Nach wie vor bleibe ich bei meiner These, alle beiden Seiten haben Dreck am Stecken, noch und nöcher. Und das alles wäre nicht passiert, wenn Beringer nicht mit den, Salamandra kooperiert hätte, weil dann hätten die nicht die Burg gefunden, wir wären nicht losgezogen, wir wären niemals zwischen diese zwei Fronten hineingerutscht. Gut, aber was wäre, wenn und hätte Fahrradkette, ist natürlich immer eine sehr schwache Argumentation.
Wir haben den Überfall auf... Okay, der sagt nicht mehr, da unterbreche ich das einfach mal. Naja, dann gehen wir einfach mal rein und schauen, was passiert. Weil wir gehen jetzt mal zum Dorf und schauen, was da passiert.